2010 die Ölplattform Deepwater Horizon explodierte, war die Welt schockiert. Doch ebenso groß wie die Wut auf BP war das Informationsbedürfnis. Die US-Regierung reagierte mit einer Informationsoffensive im Web. Auf data.gov, der zentralen Anlaufstelle für Behördendaten, ermöglichte sie umfangreichen Zugriff auf Dokumente und Daten zur Ölkatastrophe. Die Politik der offenen Daten gehört in den USA zum Regierungsprogramm. Daniel Dietrich von der Initiative Open Data Network e.V. möchte diese Praxis auch in Deutschland auf alle Behördendaten übertragen. Auf den Punkt gebracht geht es darum, dass alle Daten, die von staatlichen Stellen und Behörden erstellt und verwaltet werden, allen Bürgern in vollem Umfang, zeitnah, in offenen Formaten, über offene Schnittstellen, maschinenlesbar zur Verfügung gestellt werden sollten. Es geht also nicht länger darum, einzelne Textdokumente ins Netz zu stellen. Das machen viele Behörden heute schon. Über das Web soll viel mehr Zugang zu ganzen Datenbeständen geschaffen werden. Im Zeitalter von Internet und PC wird es genug Menschen und Firmen geben, die etwas damit anzufangen wissen, lautet die Theorie. Da draußen sind buchstäblich Millionen von Menschen mit Zugang zum Internet und technischen Fähigkeiten. Sie alle können Anwendungen in den Bereichen entwickeln, die Sie sehr genau kennen. Diese werden besser sein als alles, was eine Regierung zentral leisten kann. Christian Kreuz ist einer der ersten Open-Data-Pioniere in Deutschland, der diese Idee in die Praxis umgesetzt hat. Ja, hier sind wir auf dem Friedberger Platz. Hier gibt es einmal in der Woche einen Markt. Und zu dem Markt hat sich auf Frankfurt gestaltet, die auch eine Initiative gefunden von Menschen, die das Müllproblem nach dem Markt beseitigen möchten. Frankfurtgestalten.de verknüpft die Dokumente aus dem Parlamentsinformationssystem der Stadt mit Ortsinformationen und macht daraus ein Karten-Mashup. Die Anwohner finden nun alle für sie relevanten Anträge der Ortsbeiräte auf einen Blick. Egal, ob es um neue Fahrradständer oder Blumenbeete geht. In Großbritannien ist man schon einen Schritt weiter. Premierminister Gordon Brown selbst erteilte 2009 den Auftrag zur Entwicklung eines britischen Open-Data-Portals. data.gov.uk ging im Januar 2010 online und gilt als vorbildlich. Mittlerweile sind dort mehr als 5000 Datensätze verfügbar. Von den Angriffen auf Polizeibeamte im Dienst bis zu einer Fülle von Umweltdaten. Doch ist die Veröffentlichung der Daten kein Selbstzweck, wie Rufus Pollock, Mitglied des Transparency Boards der britischen Regierung, erklärt. Das ist wie mit Geld. Geld ist auch nur nützlich, wenn man etwas damit macht. Genauso ist es mit offenen Daten. Sie sind nur nützlich, wenn man etwas Interessantes damit anstellt. Wenn ich mir die Visualisierung der Daten anschaue, stelle ich Dinge fest, die ich vorher nicht wusste, obwohl ich Volkswirt bin. Zum Beispiel geben wir mehr Geld für Pensionen aus als für Bildung. Das bedeutet, wir geben mehr Geld für die Älteren aus als für die Jungen. Ich sage nicht, das ist gut oder schlecht, aber es ist eine interessante Information. Immerhin hat die Bundesregierung jetzt nachgezogen. Im August 2010 legte sie das Programm Vernetzte und transparente Verwaltungen vor. Jetzt muss man mal sehen, was aus der E-Government-Strategie der Bundesregierung wird, was das auch mit Leben hinterher gefüllt bedeutet. Derzeit wird allerdings noch gemauert, wenn es darauf ankommt. Nicht mit Transparenz wie die US-Behörden, sondern mit einer Informationsblockade reagierte die Duisburger Stadtverwaltung auf die Love Parade-Katastrophe in der eigenen Stadt. Als das Blog Xtra News Dokumente über die Planung der Veranstaltung ins Web stellte, ließ Oberbürgermeister Sauerland deren Veröffentlichung per einstweiliger Verfügung verbieten. Von offenen Daten keine Spur. Bis zu einem Datenportal nach dem Vorbild der USA oder Großbritanniens ist es noch ein